Vor diesem Wahlergebnis, dieses Wahlergebnis zeigt eine deutliche Sprache. Also wenn sich da nicht einigermaßen was Gravierendes ändert, man redet ja noch von Schwankungsbreiten, dann ist ja die ÖVP die einzige mit einem Plus. Also ich denke schon, dass das bei dem einen oder anderen einen Reflexionsprozess auslöst, den man auch in aller gebotenen Eile dann wahrscheinlich behandeln wird müssen, denn die Abstimmung ist ja schon morgen.